Weißes Fettgewebe, Hämatoxylenosin-Färbung. In diesem Fall, Fett ist schon nicht im Schnitt drinnen. Um Fett zu färben, wir müssen andere Techniken benutzen, wie zum Beispiel Gefrierschnitte oder Osmium-Tetroxid-Färbung oder Scharlachbrot, das kann auch Fette färben. Aber im Allgemeinen, wir färben unsere Schnitte mit Hämatoxylenosin und behandeln die Schnitte mit organischen Solventen. Das heißt, das Fett ist von den Zellen rausgelöst. Wir sehen nur diese leeren Ringe. Das Zytoplasma der Zellen ist kaum zu sehen, weil das ist ganz schmal, ganz dünn hier um diesen Zellen. Die sind im Durchmesser dieser Zellen, wir haben schon das früher häufig auch gesagt, die sind 50 bis 100, vielleicht auch 150 Mikrometer. Wenn wir eine kleinere Zelle sehen, das kann sein, dass das wirklich kleiner war oder war an der Rand der Zelle. Und wenn wir eine größere Zelle sehen, das war wirklich groß und war wahrscheinlich beim größten Durchmesser durchgeschnitten. Das heißt auch unilokuläres Fett. Das bedeutet, dass in diesen Zellen akkumuliert Fett in einen einzigen Tropf und dieser Tropf, das wird Zellkern nach Seite schieben. Weil Zellkern ist relativ klein versus diese großen Zellen. Wir sehen das selten. Und wenn wir das, wir sehen ein Zellkern, wir können das auch nicht genau und für sicher sagen, ob das wirklich Zellkern von einer Fettzelle war oder ein Fibrozyt beinahe. Fettgewebe soll auch Blutversorgung haben. Und an der Grenze der Zellen, wie zum Beispiel hier, oder hier, hier sehen wir häufig Kapillaren. So, die sind hier rote Blutkörperchen in Kapillaren. So, das ist meist wahrscheinlich eine endotheliale Zelle. Und die sind hier auch endothelialen Zellen hier. Fettgewebe ist ein zellreiches Bindegewebe. Wir haben wenig interzelluläre Substanz und wir können viele andere Gefäße auch beobachten, wie zum Beispiel hier eine Arterie und eine Vene. Am Ende des Semesters werden wir von den Gefäßen hören. Dann lohnt sich zu diesem Schnitt wieder noch zurückkommen und Sie können die Gefäße auch weiter untersuchen. Fettzellen haben wir auch früher in anderen Schnitten schon gesehen. Das war ein Präparat, wo wir Kollagenfasern früher gezeigt haben. Aber hier sehen Sie auch schöne, runde Fettzellen. Was in diesem Schnitt noch interessant ist, ist das Gewebe hier unten. Wenn wir das hier vergrößern, Sie sehen, dass die sind auch Fettzellen. Aber in diesem Fall, die leeren Fettzellen am Rand vom Gewebepräparat waren zusammengedrückt und deswegen, wir haben so ein abgeflachte Zellenbereich, aber das ist ein Artefakt, so die Fettzellen in ihrer natürlichen Form, die sind so wie obenhalb von dieser Bindegewebsbündel, Sie das sehen können. Alleinstehende Fettzellen in der Glandula submandibularis zum Beispiel. Fettgewebe in der Haut der Handfläche